vor dem toten Rockerboss, getroffen von mindestens 12 Schüssen. Die Täter sind da schon über alle Berge. Auch sofort eingerichtete Straßensperren bringen nichts. Im Augenblick ist alles, was bei der Polizei in Mittelhessen laufen kann, von der Schutzpolizei bis zur Kriminalpolizei im Einsatz, um jetzt hier zu ermitteln, was denn genau passiert ist. Klar ist, Aygün Mutschuk soll sich in letzter Zeit nicht nur Freunde bei seinen Hells Angels Brüdern gemacht haben. 2014 kommt es in einem Nachtclub zu einer Schießerei zwischen Mitgliedern des Charters Gießen und des Frankfurter Charters Westend, deren Chef Schnitzel Walter genannt wird. Der Höhepunkt eines Machtkampfs zwischen den beiden. Dabei verfehlt ein Schuss nur knapp Mutschuks Herz. Am Vatertag im Mai dieses Jahres fallen wieder Schüsse, diesmal in der Frankfurter City. Wieder sollen Hells Angels beteiligt gewesen sein. Diese Gefahr eines Rockerkrieges besteht natürlich, aber, das muss ich ganz eindeutig sagen, ob dieses Tötungsdelikt im Zusammenhang mit etwaigen Rivalitäten innerhalb der Gruppe zu tun hat, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher sagen. Wir ermitteln da in alle Richtungen. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft. Sie befürchten, dass sich die Hells Angels Gießen rächen wollen. So.